Was mich heute wirklich antreibt, dieses Projekt voranzubringen, ist, dass es etwas ist, wo man wirklich etwas Großes bewirken kann. Also ich glaube, dass wir mit dem, was wir tun, die Menschheit einen großen Schritt voranbringen können. Und das durch Technologie und durch Inspiration, also durch beides. Einerseits natürlich durch die Technik, die wir unter Beweis stellen wollen. Wir wollen also zeigen, dass es privat möglich ist, Dinge zu bauen, um die auf den Mond zu schicken, also den Mond zu erschließen. Auf vielen Ebenen, quasi als achten Kontinent, wie man so schön sagt, oder auch einfach als Ressource im Weltall. Aber, und da sehe ich auch ganz wichtig diesen Punkt der Inspiration, weil wenn man jetzt mal so überlegt, ich bin selber ausgebildeter Informatiker. So, mein Schwerpunkt ist IT-Sicherheit. Da würde man überhaupt nicht an Raumfahrt denken. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, was mich persönlich dafür qualifiziert, eine Raumfahrtmission zu machen. Wer bin ich denn? Also ich bin jetzt nicht bei der NASA gewesen. So, das heißt aber trotzdem habe ich vor 8 Jahren begonnen, ein Team zusammenzustellen, mittlerweile 16 Vollzeitangestellte, die sehr intensiv daran arbeiten, mit Partnern über die ganze Welt eine private Mondmission durchzuführen. Das heißt, wenn wir es dann knapp unter 2 Jahren geschafft haben, auf den Mond zu kommen, dann habe ich als jemand, der eigentlich überhaupt nicht dafür qualifiziert ist, eine komplette Mondmission auf die Beine gestellt und bis zur Durchführung getrieben. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ich persönlich nicht die Qualifikation dafür habe, aber draußen, du jetzt zum Beispiel da draußen unterwegs bist und irgendwie dir denkst, ach, sowas, was die NASA macht, das kann ich ja auch nicht, dann ist es eigentlich genau die richtige Sache zu sehen, hey, doch, das kannst du. Das ist der Punkt dahinter. Also einfach den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie selber mehr an sich glauben sollten. Ich glaube, das ist, was ich die letzten Jahre so für mich mitgenommen habe, ist, dass die Menschen da draußen sich zu wenig zutrauen. Und ich glaube, da liegt einfach so der große Vorteil der Raumfahrt drin, dass man ihnen einfach eine große Vision geben kann, dass man ihm zeigen kann, eben doch, also du kannst eben doch Teil davon sein. Bei dem Google und Express geht es darum, quasi ein Mondfahrzeug zu entwickeln, was man auf den Mond schickt und dort 500 Meter rumfährt. Das ist quasi so eine Wette von den beiden Gründern von Google gewesen, die einfach gesagt haben, hey, wer als erstes was privat auf den Mond schickt, kriegt von uns 30 Millionen Dollar. Also auf den Google Express bin ich durch einen guten Freund von mir gekommen, der mir einfach eine E-Mail geschickt hat und gesagt hat, schau dir mal an, was Google da wieder Verrücktes macht. Und die hatten halt diese 30 Millionen US-Dollar ausgelobt, dass man zum Mond privat etwas hinschickt. Und ich fand diese Frage, kann man das überhaupt machen? Geht das überhaupt? Sind 30 Millionen viel? Sind es wenig? Was bedeutet das eigentlich? Die fand ich so spannend, dass ich einfach sie zu anderen Leuten hingetragen habe. Und wir einfach uns beschäftigt haben, wie kann man das Ganze angehen? Und daraus sind dann die Part-Time-Scientists entstanden. Wir waren am Anfang 6 Wissenschaftler und Ingenieure. Und das ist das Team, was sich gegründet hat, womit wir uns angemeldet haben. Genau, also das Ziel der Mission, also das wissenschaftliche Ziel der Mission ist die Erkundung von Apollo 17. Und was heißt das eigentlich? Wir wollen ganz genau uns das Mondfahrzeug wieder anschauen, was bei Apollo 17 geparkt ist. Wie viele Leute nennen ihn einfach nur Moon Buggy. Die NASA nennt ihn den LRV. Der steht dort relativ weit außerhalb der Landestelle rum, was halt ein bisschen anormal ist. Mein Verdacht ist, dass Gene Cernan einfach noch ein bisschen rumlaufen wollte auf dem Mond. Und wir wollen halt zu dem Mondfahrzeug hinfahren und anschauen, was mit dem passiert ist. Der steht jetzt seit 45 Jahren auf dem Mond rum, dem Weltraumwetter ausgesetzt. Und was heißt Weltraumwetter? Das bedeutet diese verrückten Temperaturschwankungen von 300 Grad Celsius. Also du hast halt plus 125 Grad am Tag bis minus 180 oder 160, müsst ihr nochmal nachgucken. Also 300 Grad Schwankungsbreite hast du. Das alle 14 Tage. Und dann hast du da natürlich das Hundertfache an Strahlung, Mikrometeoriten, Mondstaub. Und Mondstaub ist kein Staub, also nicht so wie im Regal, sondern ist schon relativ hartes Zeug. Das heißt, man hatte lange Zeit vermutet, dass von diesem Mondfahrzeug eigentlich nur noch ein kleiner Berg Staub über ist. Aber interessanterweise hat die NASA vor knapp drei Jahren es geschafft, mit dem LRO-Orbiter ein Foto zu machen aus dem Orbit. Und man sieht, dass das Mondfahrzeug sogar noch dasteht. Und das sogar noch die Antenne zur Erde zeigt. Das heißt, er ist nicht zusammengebrochen, er scheint noch so zu sein, wie er vorher war. Und das ist sehr, sehr spannend, weil das heißt, das Fahrzeug besteht aus so vielen Materialien, die kein normaler Mensch mehr in der Raumfahrt einsetzen würde, wie Plastik, Nylon, Leder, Gurte und so weiter. Sich das nochmal anzuschauen, ich glaube, das wird sehr spannend, weil daraus können wir lernen, welche Materialien wir für die Zukunft der Raumfahrt verwenden können. Also du weißt halt dann, was kannst du für deine erste bemannte Stadt auf dem Mond nehmen. Das ist aus meiner Sicht der wichtige Grundstein, wirklich für dieses Moon Village, für aber auch einfach generell langfristige Raumfahrt. Der Rover, wie wir ihn nennen, den Audi Luna Quattro,
Der hat halt vier Räder, das ist noch der relativ normale Teil. Die vier Räder haben eine Besonderheit, wenn man sich von oben anguckt, hat der Rover 360 Grad Bewegungsfreiheit. Das heißt, er kann komplett auf der Stelle drehen und sich seitwärts bewegen, was ziemlich cool ist. Also wenn das zum Beispiel ein Auto könnte, könntest du einfach seitwärts einparken. Das heißt, ich warte eigentlich auf das erste Auto, was das hat. Und warum haben wir das gemacht? Das hat den Grund, dass wir dort oben um Hindernisse leichter herumkommen. Das heißt, es gibt fast keine Situation, also wir haben noch keine gefunden, wir haben wirklich viel getestet, wir haben noch keine gefunden, wo der Rover nicht wieder herausgekommen ist selber. Und das ist was Besonderes, weil es gab schon einen Mars-Rover, der es geschafft hat, an einem Stein hängen zu bleiben und da auch nie wieder losgekommen ist von. Also das ist nicht so trivial. Und auch wenn das quasi ein Audi ist, gibt es keinen ADAC da oben, der dir zu Hilfe eilt bei 400.000 Kilometer. Das ist schon so eine Kniffligkeit dabei. Das heißt, dazu kommt noch ein kippbares Solarpanel. Das Solarpanel macht echt viel aus. Also das kann komplett geneigt werden, um immer den optimalen Sonnenstand zu haben, damit du die ideale Energieausbeute hast, weil Strom dort oben gibt es nicht. Da gibt es keine Steckdosen, wo du hinfahren kannst. Und wir haben halt auch keine Atombatterie dabei. Das heißt, mit diesem Solarpanel, das wird immer passend dann nachgeführt. Und sonst ist noch sehr, sehr wichtig das Kamerasystem. Also da hat er drei Augen, der Rover quasi. Zwei Kameras, die sehen auch aus wie menschliche Augen. Und das hat einen Grund, warum man sie so wahrnimmt, weil sie nämlich exakt 8 cm Abstand haben, genau wie das menschliche Auge. Das heißt, die Idee ist, denn da ist exakt die gleiche. Was macht der Mensch damit? Du machst 3D-Erkennung, also du kannst Tiefen erkennen damit. Und genau das Gleiche kann der Rover quasi auch dadurch, dass er so 3D-Rekonstruktion macht. Und die mittlere Kamera ist eine Telekamera, mit einer spezielle, mit einem Filterradsystem, womit wir verschiedene Spektren uns anschauen können, um zum Beispiel Materialien zu erkennen, Ressourcen, Zerfall und so eine Sachen halt. Es ist ein miniaturisierter Nachbau von dem, was der Mars Rover als riesengroßen Kopf drauf hat, haben wir ein bisschen kleiner dort oben mit reingebaut. Ja, das mit dem Scheibenwischer für so ein Solarpanel ist ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz. Es gibt bei den Mars Rovern gibt es ein Verfahren, was ich total cool finde, dass man das Panel unter Strom setzt und du durch diese elektrische Ladung die Teilchen wieder wegpustest. Das ist auf dem Mars ein größeres Problem, weil du eine Atmosphäre hast. So, da kommt also Wind und pustet dir Staub aufs Panel. Wir haben auf dem Mond keine Atmosphäre. Das heißt, der einzige Staub, der da hochkommen kann, ist der, den wir aufwirbeln. Das ist schon mal der Punkt. Das heißt, was wir tun, und das ist auch gar nicht so trivial, wir fahren relativ vorsichtig und langsam, damit wir nicht zu viel Staub aufwirbeln. Dann gibt es natürlich noch den Fakt, es gibt auf dem Mond herumschwebenden Staub. Da fragt man sich, wo kommt der eigentlich her, wenn es da keine Atmosphäre gibt. Der kommt daher, dass, also ist die Vermutung natürlich von der Wissenschaft, dass kleine Meteoriten halt mal einschlagen und den aufwirbeln und dann fliegt der halt eine ganze Weile, ehe der sich wieder absetzt, durch elektrostatische Ladung und so weiter. Aber, und jetzt muss man sagen, das ist nicht sehr viel, der Staub, der da rumfliegt. Das heißt, die 11,5 Tage, die wir Minimum schaffen wollen, gehen wir nicht davon aus, dass das Panel einfach zustaubt. Es sei denn, wir stellen uns doof an und schütten eine ganze Menge Staub selber hoch, durch unsere Räder quasi. Aber dann haben wir immer noch den Schaden, dass wir das Panel ja komplett kippen und neigen können. Dann kann man versuchen, es dadurch wieder staubfrei zu kriegen. Also es gibt so ein paar Ansätze. Ja, also diese Spinnenbeine, die finde ich total interessant. Ich weiß nicht, da gibt es einen Fachbegriff, für den ich leider gerade vergessen habe, dass das wirklich wie so eine Spinne durchs Terrain hangelt. Habe ich damals auch versucht, alle von zu begeistern. Ich weiß nicht warum, weil ich hatte das mal als Konzept gesehen. Aber irgendwie ist das nicht so effizient. Also von den Rädern sind immer schon noch so die effizienteste Art der Fortbewegung. Weil du hast einen Motor, der bewegt so eine Kraft auf. Und wenn du ein gutes Profil hast mit einem guten Grip, dann kannst du das halt passend übertragen. Und da haben wir ja auch, da kommt ja halt auch diese Quattro-Technologie zum Einsatz bei den Rädern, dass wir die ja nicht alle gleich ansteuern. Also wir können wirklich auf die Räder unterschiedliche Kräfte setzen. Das ist halt praktisch, wenn du am Hang fährst. Haben wir dann auch schon ausprobiert, dass du bestimmte Steigungen zum Beispiel, dass dann einfach zum Beispiel das eine Rad mehr Power hat als das andere. Das könnte man versuchen, so einen ähnlichen Effekt mit Beinen nachzustellen. Aber da gibt es nicht so viel Forschungsarbeit. Also Autos klingt jetzt banal, aber so vierrädrige Vehikel, da haben wir halt als Menschheit richtig viel Erfahrung. Also das ist einfach, da weiß man schon eine ganze Menge. Also die Batterien vom Rover werden schon im Flug geladen. Beim Anflug, weil Alina, das ist ja unser Raumschiff, was wir entwickelt haben, das hat relativ große Solarkollektoren, das ist das Schöne daran. Das heißt, Alina selbst hat genug Strom, hat auch große Batterien, die braucht es für die Landung, die sind sehr, sehr wichtig für die ganzen Pumpen, damit die sauber schalten können. Und für die Kommunikation vor allem natürlich. Das heißt, diese Systeme plus die Rover sind komplett aufgeladen bei Landung. So, nachdem Alina gelandet ist, können die Rover entladen werden und die haben dann erstmal schon den Strom aus den Batterien. Und am Anfang ist ja auch noch Mondtaganfang, also da ist die Sonne noch sehr steil, da kriegt man noch nicht so viel Energie aus der Sonne raus.
Ja, das ist eigentlich auch eine Schade. Die Frage stellen wir uns auch immer gerne mal. Nee, also Atombatterien haben Tatsache so ihren Charme. Also auf der Erde würde man sich denken, oh mein Gott, wie gruselig. Da denkt man direkt an Computerspiele wie Fallout. Da gibt es nämlich so eine Scherze. Aber der Punkt ist halt, eigentlich in der Raumfahrt sind die Dinger super. Warum? Weil man muss mal ganz kurz überlegen, was gibt denn so eine Atombatterie? Sie gibt einem Wärme und Energie. Und beides da oben ist sehr nützlich, weil oben im All ist es sehr kalt. Man muss also heizen, teilweise in der Nacht, also wenn man dann keine Sonne hat. Das heißt, was ist Heizen? Heizen kostet Energie. Also das heißt, wenn man eine Atombatterie hat, die einem Wärme und Energie gibt, dann hat man gleich beides erledigt. Warum man sie nicht mehr einsetzt, ist einfach wegen dem Risiko beim Start. Das Risiko beim Start, ganz einfach, wenn wir jetzt eine Atombatterie haben, sie sitzt jetzt, sagen wir mal, in den beiden Rovern drin, jetzt hebt die Rakete von SpaceX ab und explodiert auf dem halben Weg ins All. Dann ist halt die Besorgnis der Leute, dass dann halt einfach da sowas wie eine schmutzige Bombe passiert, also dass das Material sich dort verteilt. Ehrliche Antwort, das ist sehr, sehr, sehr unbegründet. Da gibt es auch eigentlich genug Untersuchungsergebnisse von der NASA, dass das eigentlich nicht passieren kann, auch durch die Art, wie das Ganze verpackt ist, wie es aufgebaut ist. Aber ja, Politik. Also es ist schwierig. Es ist sehr, sehr, sehr schwer. Es ist nahezu unmöglich für uns, an sowas ranzukommen. Von den Landemodulen haben wir jetzt mittlerweile wird jetzt die vierte Generation gebaut. Also wir haben drei, und davon bauen wir jetzt die vierte. Bei dem Rover sind wir auch in der vierten Generation, also kommt jetzt die vierte, aber wir haben von den Prototypen her schon wesentlich mehr gebaut. Da müssten es so fünf, sechs sein. Also ich müsste jetzt nochmal genau nachzählen, weil wir haben pro Version auch mehrere gebaut. Vor allem auch Iterationsschritte haben wir relativ viele gehabt. Nee, da müssten sogar mehr als sechs sein. Weil der Punkt ist halt, man baut dann immer ein Modell auf und manchmal stellt man dann halt auch relativ schnell fest, dass es halt noch nicht so geeignet ist, oder man lernt dann halt, dass man es noch mal besser machen möchte, bevor man einen größeren Entwicklungsschritt macht. Das Ziel unserer Mission ist ja, die beiden Rover dort hochzubringen. Die sollen sich interessanterweise ja die Überreste von dem Apollo-Mondfahrzeug anschauen und bleiben dann selber aber auch als Space Heritage, also als Kulturerbe, quasi dann auch dort oben zurück. Also nein, wir bringen sie nicht wieder zurück. Wäre auch ein bisschen sehr aufwendig. Es ist schon schade, wobei ehrlich gesagt, es ist auch ziemlich cool sagen zu können, dass man einen Rover auf dem Mond stehen hat. Also ich hoffe doch, also ganz ehrlich, also ich glaube schon, also wenn der Apollo-Rover das durchgehalten hat so lange, dann, ne, also der wird leider nicht so lange funktionieren, das wissen wir schon. Er soll im Minimum, soll er 11,5 Tage funktionieren. Das klingt jetzt vielleicht nicht sehr lang, aber das hat halt mit den extremen Anforderungen da oben zu tun. Und in den 11,5 Tagen soll er alles erforschen. Von den Materialien, aus denen er besteht, der ist zu 80% 3D gedruckt. Und zwar aus Aluminium, also jetzt nicht aus dem Plastik-3D-Druck, was man kennt. Das hat Gründe. Wir benutzen den 3D-Druck, weil er ultra leicht ist. Also er erlaubt uns, Formen zu erschaffen, die man mit normalen Fertigungsverfahren gar nicht schaffen kann. Also wir haben viele Bauteile, die wir vorher so aus einzelnen Teilen hatten, konnten wir in einen Teil zusammenfassen. Die sind dadurch ultra leicht, stabil, und du kannst dann halt Strukturen in Materialien erschaffen. Also 3D-Druck gibt dir ungeahnte Möglichkeiten, ist nicht wirklich für Massen geeignet. Also du könntest jetzt nicht irgendwie 100.000 Autos 3D gedruckt bauen, das würde einfach keinen Sinn machen. Aber für Prototypen, also für spezielle Dinge wie diese Rover, davon gibt es ja nur zwei. In der Hinsicht einzigartig, also nicht einzigartig, weil zwei, aber du hast halt diese zwei Einheiten, die du auf dem Mond hast, dafür macht es Sinn. Und ich glaube, das Material wird sehr, sehr lange standhalten. Das ist eine gute Frage. Ich keine Ahnung. Ich glaube, ich war schon als Informatiker, werde ich schon als Nerd gehalten. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass das auf alle so ein bisschen zutrifft. Also so, das ist nicht Einstellungskriterium, aber das ergibt sich alleine. Also das ist irgendwie so. Es gibt ja so die ganz klassischen Ingenieure, das sind die, die wir erst in den letzten Jahren anziehen, muss man sagen. Am Anfang haben wir schon so die angezogen, die in der Hinsicht ein bisschen besonders sind. Also was mir auffällt bei den Leuten, ich mache mir ja selber viel Gedanken über die Leute, die wir hier anstellen und die, wie sie hier arbeiten. Und was mir auffällt, die Leute hier sind einerseits fachlich absolut top, aber sie können auch selbstständig arbeiten. Und das ist auch so ein bisschen so das, warum sage ich das im Vergleich zu einem Nerd? Nerds, das sind schon so für mich Leute, die ein bisschen Fachgenies sind in ihrem Bereich, die aber auch am liebsten gerne in ihrem stillen Kämmerlein alleine für sich arbeiten und die auch gezielt Probleme lösen können. Und ich glaube, das trifft da einfach zu, und das braucht man auch am Anfang. Also bei mir ist das kein schlechtes Gedärm. Ich bin selber großer Star Trek-Fan. Wir haben aber viele Leute bei uns, die Star Wars-Fan sind. Und anhand dieser Aussage merkst du eigentlich schon, dass ich sowas auch frage. Es ist aber keine Einstellungsfrage. Nein, es ist auch.
nicht wichtig, aber ich finde es lustig. Also ich kann ja auch sagen, warum ich das persönlich mal gerne wissen möchte von Leuten, weil ich finde, dass bei Star Trek gefällt mir die Vision so gut. Gerade ich bin großer Fan von Science Fiction, von dieser alten Science Fiction, nicht von der neuen, sondern von Isaac Asimov zum Beispiel, von Gene Roddenberry mit seinem alten Star Trek mit Captain Kirk, Mr. Spock, wo einfach die Vision war, dass man hat sich die Menschheit angeguckt, wie sie sich entwickeln kann im Positiven. Also in 100 Jahre gedacht mit all unserer Technologie, und zwar keine Dystopie, keine Zombie-Apokalypsen, keine, was weiß ich, Klonenkriege oder irgendwelche schlimmen Dinge, sondern einfach, hey, man lebt als bessere Menschheit zusammen und erlebt neue große Abenteuer. Und das war das, was ich immer so spannend fand. Also das gibt auch gute Science-Fiction, positive Science-Fiction. Und das ist das, was sie einem auch geben kann, eine positive Zukunftsvision. Und du hattest die Frage gestellt, was tut man gegen die Probleme der Erde, gegen Rechtspopulismus und andere Dinge? Ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, genau das ist der entscheidende Merkmal, dass man den Leuten eine positive Zukunftsvision gibt. Die letzten Jahre sind ja eigentlich nur geprägt von Horrormeldungen und Negativen. Und frag mal irgendjemand da draußen, wie die Welt in 10 Jahren aussieht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die meisten Leute haben gerade ein negatives Bild. Und das ist vielleicht gar nicht so gut. Ja, mich zum Beispiel. Also wie gesagt, ich bin ja Informatiker und habe mit der Raumfahrt eigentlich gar nichts zu tun, außer dass sie mich begeistert. Wir haben Softwareentwickler, ja, jetzt überlege ich gerade, aber alle anderen sind nicht aus der Raumfahrt, aber haben halt schon sehr, sehr intensiven fachlichen Background. Also für das, was sie arbeiten, verstehen sie sehr genau, was sie tun. Also wenn es um Elektronik und Strahlung geht, dann verstehen die meisten auch dann genau das, was sie da machen. Das braucht man auch, also das muss man schon sagen. Also den Bereichen, wo die Leute sind, muss es dann halt auch passen. Angefangen haben wir ja mit diesen 6 Leuten, die damals das Team gegründet haben. Dann sind wir relativ schnell 8 geworden, dann irgendwie mal 20 und dann waren wir lange Zeit lang 35, aber 35 Part-Time-Scientists. Das sind also die Leute, wie ich sie immer gerne nenne, die Batman-Style gearbeitet haben, also tagsüber eine Identität und abends dann quasi Rocket Scientist. Da haben wir es jetzt geschafft, dass wir jetzt bei 16 Vollzeitangestellten sind und relativ viele Studenten, die bei uns mitarbeiten und jetzt auch Praktikanten, da bin ich auch ganz stolz drauf, war auch so ein Schritt, den wir geschafft haben. Und wir suchen halt auch immer noch Leute. Also das heißt, wenn du das jetzt da draußen siehst und sagst, das findest du total spannend und auch wieder vielleicht auf dem Standpunkt stehst, ach, das ist total toll, was die machen, aber das kann ich ja eh nicht, denk nochmal drüber nach. Vielleicht kannst du es doch, vielleicht ist es doch spannend, vielleicht solltest du es auch versuchen. Also vor allem, was wir auch suchen, sind halt Leute, einerseits, was wir immer suchen, unbestritten, sind fähige Ingenieure. Also das ist ganz klar. Aber was wir auch brauchen, sind ganz normale Leute, die uns wirklich helfen bei Dingen wie, und das klingt blöd, aber das überhaupt zu sagen, aber es ist die Realität, bei Dingen wie Social Media zum Beispiel oder auch einfach bei Medien. Also das ist sowas, das fehlt uns halt so ein bisschen. Weil ich würde einfach gerne auch in der Lage sein, so viele Leute wie möglich zu begeistern. Und da braucht man halt auch eine ganze Menge mehr Menschen am Ende des Tages noch. Und wenn man sich das überlegt, das Apollo-Programm hatte 35.000 Leute, die mitgearbeitet haben. Und wir haben 16 Angestellte, darauf bin ich stolz. Oh, das war gar nicht so schnell. Also wir haben wirklich 5 Jahre lang komplett auf jeden Fall als Part-Time-Science gehabt. Wir haben erst nach 5 Jahren unseren allerersten Vollzeitangestellten gehabt und der war dann auch sehr lange alleine. Das hat einfach damit zu tun, weil man muss es auch finanzieren. Wir haben wirklich sämtliches Geld, was wir bekommen haben. Wir haben ganz viele, das muss man auch mal sagen, es gab ganz viele Leute immer wieder zwischendrin, die einfach ankamen und gesagt haben, tolles Projekt, hier hast du 30.000 Euro, mach weiter. Und wir auch gesagt haben, was? Wow, danke. Also das ist so eine Sachen halt irgendwie, oder auch kleinere Sachen. Also wir hatten mal, ich würde denn da jetzt abzudriften, aber wir hatten halt Leute, ich hatte mal eine Zeit lang einen Spendenbutton auf unserer Homepage platziert und dann haben wir pro Monat einfach mal so Leute gehabt, die so 200 Euro gespendet haben, gesagt haben, tolles Projekt, finde ich super. Ohne irgendwie, dass wir danach gefragt hätten und das fand ich nett. Der Punkt ist, damit kannst du keine Angestellten finanzieren. Wir haben also alles Geld, was wir hatten, in Technik gesteckt. Nachdem wir die Preise von Google gewonnen hatten, die waren ja mit Geld dotiert, das hat uns sehr viel geholfen, da haben wir das Geld wieder in Technik investiert, aber halt auch in Mitarbeiter. Dann hatten wir erst 1 Mitarbeiter, dann 3 und dann ist es halt so Stück für Stück jetzt gewachsen, halt auch über Sponsoren und Partnerschaften, so auf den Level, wo wir jetzt sind. Ja, muss man sagen, ist schon schade auf jeden Fall, also mit dem Wettbewerb, aber es ist halt auch aus einer anderen Sicht schade, muss ich sagen, weil der Grund dafür ist ja leider, dass Google den Wettbewerb einfach auch nicht mehr weiterführt. Also das ist halt ein bisschen traurig. Google hat den Wettbewerb 2007 ausgelobt, also wir waren mit Ende 2008, als wir da reingekommen sind, waren wir schon die Nachzügler, wir sind wirklich mit die Letzten, die uns angemeldet hatten, deswegen 3 Tage vor Torschluss.
Und Google hat jetzt nach 10 Jahren einfach gesagt, sie ziehen den Stecker. Ist halt so, weil es kostet auch eine ganze Menge Geld, Google selber den Wettbewerb zu leiten, wobei ich nicht so richtig weiß, warum eigentlich. Ich frage mich immer, was kostet es, so einen Wettbewerb auszuschreiben. Aber gut, sei mal dahingestellt. Und der Punkt ist halt, dass der Wettbewerb jetzt offiziell Ende des Jahres halt ausläuft. Wir haben einen Starttermin gebucht für eine Rakete, was total cool ist. Also ich meine, wann bucht man in seinem Leben mal eine Rakete, die ins All fliegt? Also das ist schon cool. Und die startet halt 2018. So, und das heißt, wenn der Wettbewerb jetzt Ende des Jahres ausläuft, passt es halt einfach nicht zusammen. Da haben wir uns viel hingesetzt und überlegt. Aber Stand heute ist halt Google der Meinung, dass sie es einfach auslaufen lassen wollen. Insofern, ja, ist es halt ganz nett. Also wir gucken mal, vielleicht entscheidet sich ja Google nochmal es zu verlängern. Dann würde es wieder passen. Dann gewinnen wir natürlich auch gern das Preisgeld mit. Also das ist natürlich auch ganz nett. Aber was eine Sache ist, die ganz wichtig ist. Der Wettbewerb war für uns eine super Inspiration zu starten. Aber in jedem Fall hätte das Preisgeld nie irgendwas für uns bedeutet. Und auch in einem ganz praktischen Grund. Man muss es ja aber auch mal aus einer persönlichen Ebene sehen. Es ist schön, dass man 30 Millionen US-Dollar gewinnen kann, aber sie nützen einem ja gar nichts, weil du kriegst sie ja nicht vorher. Geh mal zur Bank und ich habe es probiert, das kann ich behaupten. Du kriegst diese 30 Millionen nicht vorab als Kredit und dann kann ich dir was verraten, das habe ich jetzt auch über die Jahre gelernt, die reichen leider auch nicht aus. Also wir finanzieren uns komplett über Partner, Sponsoren und Kunden. Kunden nicht ganz so viele, muss man sagen. Es hat einfach den Grund, weil wir nicht so viel Platz haben. Die Idee ist, dass wir langfristig mit diesem Raumschiff, was wir entwickelt haben, Dinge zum Mond transportieren können und auch dort einfach Infrastruktur aufbauen können, also dass man auch vor Ort Dinge tun kann. Da wollen wir dann richtig viel Sachen mitnehmen. In dieser ersten Mission nehmen wir bergeweise wissenschaftliches Equipment, unsere eigenen Rover mit, einfach um zu demonstrieren, dass es geht. Das heißt, da haben wir nur ganz wenig Platz, also es sind so um die 30 Kilogramm für wissenschaftliches Equipment. Und einen großen Teil davon haben wir einfach for free, wie man sagen würde, an Universitäten und Partnerschaften gegeben sogar. Einfach, wo wir uns Partner gesucht haben, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist eine super spannende Sache, wir halten es für total wichtig, das zu machen. Wir glauben, das bringt alle weiter. Und einige haben sich aber natürlich auch einfach eingekauft. Also das ist auch eine Option. Du kannst auch quasi einfach zu uns kommen und sagen, okay, ich habe hier dieses Experiment, würde das gerne mitfliegen. Das machen halt Universitäten, machen das gerne auch, aber halt aber auch also Forschungseinrichtungen hat. Mein Ziel ist, dass die Mission am Ende unter 50 Millionen kostet. Und das wäre dann schon sehr, 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 sehr günstig für die Raumfahrt. Also eine ganz große Schwierigkeit ist überhaupt erstmal herauszufinden, was man machen will. Das hat sich bei uns ganz interessant am Anfang dadurch ergeben. Ich hatte ja diese Idee nach dem Motto, hey, guck mal, da ist dieser interessante Wettbewerb von Google. Und dann haben wir uns, ich weiß gar nicht, ein paar Wochen später bei mir zu Hause zum Grillen getroffen, da die 6, die wir damals am Anfang waren, und haben einfach ein Whiteboard auf den Stuhl gestellt und haben gesagt, so, private Raumfahrt, was machen wir jetzt? Also wie geht das? Kann man eine Rakete bauen? Nee, also kann man, ist aber schwer. Okay, lassen wir. Triebwerke? Triebwerke ist auch schwer. Okay, lassen wir auch. Was brauchen wir denn eigentlich? Und so, das ist so der Anfangspunkt. Also erstmal einen Plan zu finden für sich, festzustellen, was ist wirklich realistisch. Und das ist eine Einschätzung, die wird man über die Jahre, entwickelt man die immer weiter. Man stellt dann immer mehr fest, okay, da ist man vielleicht ein bisschen zu optimistisch, aber hey, warte mal, das trauen wir uns mittlerweile zu. Und das ist das, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. Wir haben das ist einfach daran, weil es wirklich Wissenschaftler und Ingenieure schon immer waren, haben wir vom ersten Tag an Technik entwickelt. Das heißt, das Erste, was wir gemacht haben, man sieht es ja auch in meinem Büro, wir haben Prototypen entwickelt, wir haben ein Rover-Modell entwickelt, ein Lander-Modell. Wir haben das wirklich immer weiterentwickelt. Und worauf ich sehr stolz bin, dass wir nach 5 Jahren hatten wir den Punkt erreicht, dass Google damals den Wettbewerb, sie hatten den, muss man jetzt ehrlich gestehen, ein bisschen aus dem Auge verloren. Also Google hat den ausgeschrieben, aber hat so ein bisschen vergessen, dass es den gibt. Und hat gesagt, na Mensch, dann gucken wir mal nach, was da so eigentlich passiert. Und hat halt ein Preisgeld ausgelobt, einen relativ großen Topf. Und darauf haben wir uns dann beworben, wo wir unter Beweis stellen konnten, dass wir Tatsache an dem Wettbewerb arbeiten und auch wissen, was wir tun. Und dann haben wir damals ein Panel von Space-Experten, also von der ESA und NASA, demonstriert die Technik, die wir über die 5 Jahre entwickelt haben. Und worauf wir sehr, sehr stolz waren, ist, dass wir zeigen konnten, innerhalb von 1,5 Jahren Testprogramm, das war sehr lange, dass all das, was wir gebaut haben, diese Rover-Generation, dass die wirklich im All funktionieren würden. Also, dass wir in der Lage sind, Motoren zu entwickeln, die mit dem Mondstaub klarkommen, dass wir in der Lage sind, Elektronik zu entwickeln, die mit der Strahlung klarkommen. Wir haben eine komplett eigene Kamera erfunden, gebaut und entwickelt, also komplett als Einheit. Mittlerweile ein total kleines, kompaktes Modul, super stromsparend, hohe Bildqualität. Das sind einfach Dinge, da ist man dann total stolz drauf, wenn man dann auch, wir haben von Google ein paar Awards bekommen, die hängen da auch noch. Das ist sowas, wo ich sagen muss, das war für uns halt so eine Sache, die hat uns sehr geholfen, weil dadurch hatten wir die Anerkennung, die wir brauchten, um etwas hinzukriegen, was wir vorher nie geschafft hatten. Einerseits
die Agenturen auch zu überzeugen, also große Institute wie zum Beispiel halt auch die NASA mit uns zusammenzuarbeiten. Das DLR hatten wir vorher schon mit als Partner an Bord. Die Jungs waren sehr, sehr entgegenkommen von Anfang an, da sind wir auch sehr froh drüber. Und dann aber halt auch große Techniksponsoren und Partner zu gewinnen, wie zum Beispiel Audi jetzt dabei, aber halt auch noch weitere, die wir mit an Bord haben, die uns halt bei der Entwicklung helfen und die diesen großen Schritt weitergebracht haben. Erstmal bin ich froh, dass es den Kalten Krieg nicht mehr gibt. Das kann man dazu sagen. Also was natürlich schon schade ist, es gibt ja den Begriff des Apollo-Effekts und der bezeichnet ja eigentlich eher gleichzeitig was Positives wie was Negatives. Und zwar bezeichnet diese riesige Begeisterung und diesen Enthusiasmus, der bei Apollo stattgefunden hat, wo einfach weltweit viele kleine Kinder um den Fernseher herum saßen und gesagt haben, ich will Ingenieur werden, ich will Astronaut werden. Und es war einfach wirklich ein riesen Fortschritt für die Menschheit. Aber gleichzeitig bezeichnet der Apollo-Effekt auch die Phase, die danach kam. Und zwar einfach ein paar Jahre später, wo dann einfach die Leute irgendwie, wo Apollo vorbei war, wo dann auch einfach die Welt eine ganz andere war und dann einfach so ein bisschen die Raumfahrt so ein bisschen abgesackt ist auch in der Wahrnehmung. Also man hatte dann zwar, es ist zwar kommerziell viel passiert, auch irgendwie wissenschaftlich dann noch ein bisschen was mit Mars damals sehr viel, aber indem man halt viele Satelliten hochgeschossen hat, aber es war halt nicht mehr so diese allgemeine Begeisterung da. Das kam noch so ein bisschen mit dem Space Shuttle und der ISS, aber nicht mehr so wie bei Apollo. Und ich glaube, die Menschheit kann schon so einen Apollo-Effekt wieder gebrauchen. Ich weiß nicht genau, ob eine reine private Mission zum Mond das schaffen kann. Was ich aber persönlich glaube, ist, dass das gesamte Drumherum das ist, was die Leute begeistert. Also deswegen finde ich zum Beispiel auch wichtig, dass die Mission, die wir vorhaben im ersten Schritt, da geht es ja komplett um Wissenschaft. Also unsere Mission ist eine komplett rein wissenschaftliche Mission. Deswegen wollen wir auch zum allerersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt an einen Ort zurückkehren, wo wir schon gewesen sind. Also das Ziel von unserer Mission ist die Rückkehr zu Apollo, also zu Apollo 17. Und ich glaube, das ist nochmal sowas, wo ich glaube, vielleicht kriegt man dadurch nochmal diese Begeisterung hin. Ich weiß nicht, ob man genau Apollo schafft, weil es war eine bemannte Raumfahrt. Aber ich denke schon, dass wir Stand heute das auch gar nicht mehr so brauchen, weil wir als Welt so viel besser vernetzt sind, dass ich glaube, diese Begeisterung, man merkt es jetzt schon, dass sie sich wirklich verbreitet. Also wir kriegen sehr, sehr viele Zuschriften, E-Mails von Schülern einfach, also von 10- bis 12-Jährigen, die uns schreiben, dass sie das Projekt total toll finden und die fragen, ob sie bei uns mal vorbeikommen können. Haben wir gerade, vor 2 Tagen hatte ich erst wieder so eine E-Mail. Und da denkt man sich dann auch so, was will man antworten, außer ja, na klar, komm vorbei. Wenn man sich jetzt mal PTS, also uns irgendwie Stand heute anschaut, sind wir jetzt auch kein wirklich, wirklich normales Unternehmen, also in keiner Form. Was wir halt tun, ist, dass wir quasi Nutzlasten verkaufen, also dass wir anderen Leuten helfen, ihre Experimente ins All zu bringen. Aber man muss sagen, dass wir dass es einen guten Grund hat, warum wir sehr intensiv gerade mit diesen ganzen staatlichen Organisationen zusammenarbeiten. Wir haben ja Kooperation mit der NASA, mit der ESA, auch mit der kanadischen Raumfahrt. Also da ist sehr viel, wo wir international mit Partnern arbeiten, weil wir es auch einfach müssen. Das hat einfach den Hintergrund, das, was wir tun, können wir nur schaffen, weil wir auf den Schultern von denen stehen, die vor uns etwas geschafft haben. Man sagt in der Informatik, spricht man immer gerne, man steht auf den Schultern von Riesen. Und das ist hier einfach auch der Fall. Wir könnten das nicht erreichen, was wir tun, ohne die Vorarbeit, die wirklich die staatliche Raumfahrt geleistet hat. Und ich glaube, da steckt auch so der eigentliche Schlüssel drin. Wir selber, auch als kommerzielles Unternehmen, müssen beweisen, dass Raumfahrt auf einer wirtschaftlichen Ebene möglich ist. Weil das ist sie ja Stand heute eigentlich nicht. Wenn man sich so eine Mars-Mission anguckt, die ist unheimlich faszinierend, unheimlich spannend, aber sie kostet Milliarden. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass sich ein normal denkender Mensch hinstellen würde und sagen würde, ach, das finde ich toll, das mache ich auch mal, weil er einfach dann niemals auch nur annähernd denken müsste, dass er das Geld zusammenkriegt. So, das heißt, wenn jetzt also da draußen jemand ist, der sagt, ich habe eine total geile Geschäftsidee, was man auf dem Mond machen könnte, ihm fehlt Stand heute die Möglichkeit, die umzusetzen. Und das ist das, was wir den Leuten geben wollen, also eine Plattform schaffen. Und ich glaube, das ist das, wo es dann auch wirklich spannend wird, weil dann können Leute wirklich ihre Karriere, ihr Leben danach ausrichten, im Weltall auch tätig zu sein. Und da, glaube ich, fehlt es heute noch so ein bisschen. Also klar, in der staatlichen Raumfahrt kannst du das, da kannst du bei der NASA Wissenschaftler sein. Aber ich glaube, selbst die Jungs würden sich darüber freuen, wenn es mehr kommerzielle Tätigkeiten gibt, weil dann auch einfach deren Tätigkeitsfeld größer werden und es nimmt eine gewisse Last von ihren Schultern. Stand heute, wenn man sich mal Hollywood anguckt, dann sieht man das in den Filmen immer. Die NASA sind immer diejenigen, die irgendwie immer die Welt retten müssen und die auch irgendwie immer so die Aufgabe zugeschrieben bekommen nach dem Motto, lass uns den Mars kolonisieren, wer bringt uns hin? Die NASA. Ich glaube nicht, dass die Jungs Busfahrer sein wollen.
Das ist, glaube ich, gar nicht Ihre Vorstellung. Ich glaube, die wollen sich wirklich auf ihre Wissenschaft konzentrieren, auf Grundlagenforschung, auf das, was die Menschheit auf der Ebene weiterbringt. Ich finde, Deutschland gibt sich Mühe, was Startups angeht. Das muss man sagen, es ist so. Aber es ist noch sehr, sehr weit entfernt von dem aus den USA. Also wir erfahren, das merken wir ja immer, weil wir sind sehr, sehr offen und wir sind auch sehr vernetzt um die ganze Welt und arbeiten wirklich mit allen ganz offen zusammen. Und wir merken einfach, dass man einfach sehr, sehr viel mehr Support und Zuspruch gerade aus dem Ausland bekommt. Was aber jetzt nicht negativ gemeint ist. Also in Deutschland hat man einfach noch eine andere Kultur. Also es ist irgendwie so, mach erst mal, beweis erst mal, dass das funktioniert, dass du das kannst und dann reden wir noch mal. Und das ist halt so, gerade wenn man sagt, ja, ich will eine Mondmission machen, ist das halt sehr, sehr viel verlangt quasi. Flieg erst mal zum Mond und dann setzen wir uns zusammen und gucken noch mal, was wir machen können. So, das ist halt so ein bisschen das. Aber gut, ich glaube, da kommen wir langsam hin, weil ich glaube, die Wahrnehmung ist da und das finde ich sehr gut. Also insofern, was wir auch sehr gern machen, da sitzen wir uns auch sehr gerne immer mit Leuten hin, mit Politik, auch mit der Wirtschaft, einfach um halt auch unseren Input zu geben, um ganz ehrlich unsere Meinung zu sagen, also zu sagen, wo man vielleicht was anders oder besser machen könnte. Und was ich halt schön finde, dass zumindest die Einsicht da ist. Und ich glaube, dass es da auch Besserungsmöglichkeiten gibt. Was halt, glaube ich, wirklich wichtig ist, ist, dass man in Deutschland aber selber einfach, und das liegt nicht an der Politik, dafür kann die gar nichts, sondern die Menschen selber ein bisschen mutiger werden. Also einerseits die Leute mutiger werden und mehr Sachen wagen und andererseits andere Leute das auch mehr zu schätzen wissen. Also es gibt viele Leute, die immer sagen, ach, irgendwelche Startups, ne, die nehmen die gar nicht ernst. So gesehen ist ein Startup auch nur eine Firma. Also das meine ich damit. Und das ist halt so, wenn man die halt nicht würdigt und nicht aufbaut, dann hat man halt aber auch irgendwann keine neuen mehr, die diesen Mittelstand bilden halt. Also das ist das, was ich meine. So, es ist so, es muss so von beiden Seiten kommen. Gestern um 22.30 Uhr. Nein, ganz ehrlich, also das ist wirklich die Realität. Also das ist fast jeden Tag. Es ist ungelogen, es ist auch heute noch so. Also es ist überhaupt nie so, dass diese Mission zu irgendeinem Zeitpunkt in trockenen Tüchern ist. Auch wenn es immer so wirkt, weil die Leute gucken sich das immer an und sagen, wow, ihr seid so weit, wow, das ist so toll. Aber der Realität ist es so, es gibt 1000 Knackpunkte, es gibt 1000 Probleme, jetzt auch in dieser Sekunde. Es gab vor ein paar Monaten welche, die haben wir alle schon irgendwie wieder gelöst. Das ist immer ein konstanter Prozess. Also ganz ehrlich, ich glaube, wirklich, wirklich, wirklich diese Mission als, nee, selbst problemfrei wird es auch gar nicht, selbst wenn die da auf dem Mond gelandet ist, wird es 1000 Probleme gegeben haben, die man noch irgendwie gelöst hat, da wird noch so viele Dinge sein. Also ja, wo man, und die Frage ist halt, ist man dann irgendwann mal bereit, das Handtuch zu werfen? Und ich glaube gerade eben nicht, weil gerade diese Herausforderung ist das. Gerade die Tatsache, dass wir schon 1000 Probleme hatten und 1000 Probleme gelöst haben, ist das, was einem die Motivation gibt, weiterzumachen. Und das ist auch das, was Leuten klar werden muss. Also was ich, glaube ich, immer denke, ich habe einfach schon viel zu viele Leute getroffen in meinem Leben, die sich einfach wirklich nichts zutrauen. Also die wirklich ihren 8 Stunden Arbeitsalltag haben und sich denken, ah, das schaffe ich doch nie. Also die gucken sich irgendwas an, denken sich, ja, das würde ich auch gern machen. Aber nee, das ist nichts für mich, der bin ich nicht, das kann ich nicht. Und ich glaube, entscheidend ist, dass sie anfangen, die Schritte zu machen, es zu probieren. Und das ist genau das, was wir tun. Wenn wir ein Problem haben, arbeiten wir uns darauf zu und versuchen es zu lösen. Ein Positiv-Highlight waren die Vibrationstests zum Beispiel, die wir gemacht haben. Das klingt mega unspannend und sieht auch eigentlich gar nicht so spannend aus irgendwie. Da hast du so eine große Rüttelplatte, spannst irgendwelche Teile drauf. Aber diese Vibrationstests waren halt was, wo ich wirklich Respekt hatte und auch natürlich immer noch habe, weil du einfach überlegst, diese gesamte Belastung eines Raketenstarts, die einfach mal nehmen und auf ein Bauteil anlegen, was du vorher wirklich filigran zusammengebaut, alles geschraubt, irgendwie geklebt, gemacht und so weiter und dann alles da zusammen und dann legst du das auf so eine Rüttelplatte und dann hämmert die das total durch. Und dann gucken, dass das nicht in 1000 kleine Teile zerfliegt. Ne? Das ist genau die Sorge, die man hat. Man hat halt die Sorge, dass man danach einen Scherbenhaufen hat. Ist uns auch passiert bei einigen Tests, aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir es geschafft haben, die wichtigsten Komponenten auch auf Anhieb komplett da durchzubringen. Da war ich sehr stolz drauf. So negative Highlights, also gar nicht mal negativ, sondern eher im lustigen Sinne gemeint, waren natürlich, dass wir dann auch festgestellt haben, dass wir manchmal auch einfach uns völlig verschätzt haben bei Dingen. Also das, was ja der großen Raumfahrt auch manchmal passiert, wenn die dann Meter und Fuß durcheinander bringen als Einheiten, haben wir es geschafft, zum Beispiel einen Rover zu bauen, wo wir das komplette, nennt man das Suspension Lift, also die Höhenverstellung, wo wir die komplette Höhenverstellung auf Mond ausgelegt haben, was ja auch sinnvoll ist. Ne? Da sitzt du als Ingenieur da, sagst, ich baue einen Mondrover, also mache ich eine Höhenverstellung für den Mond. Dann baust du den auf der Erde zusammen, Rover steht da und dann, fupp, sackt er in sich zusammen. Und dann denkst du dir, okay, was ist jetzt eigentlich gerade passiert? Und dann fällt dir auf, warte mal, die komplette Höhenverstellung ist für den Mond ausgelegt, 1/6 Schwerkraft. Wir haben kein 1/6 Schwerkraft.
Das war dann halt wirklich so was, wo wir sagen, okay, das müssen wir anders designen. Und das ist gar nicht so trivial. Das zeigt ja auch eine der Herausforderungen. Wie entwickelst du eigentlich etwas für den Mond auf der Erde? Also, das ist auch so eine Herausforderung. Tatsache, also diese Vibrationstests, da hatten wir sogar wegen der 3D-Druckbauteile erstmal sogar Sorgen, weil wir uns nicht sicher waren, wie stabil die sind. Also wenn du jetzt sowas aus dem Block Aluminium was rausfräst, dann hat das schon eine Festigkeit, die kennt man auch. Aber 3D-Druck ist ja aus Pulver mit mehreren Lasern quasi geschmolzen. Also unsere Sorge war zum Beispiel, dass diese 3D-Bauteile schneller brechen würden. Haben sie zum Glück nicht. Also die Dinger sind absolut top, da sind wir auch echt glücklich drüber. Aber das war so am Anfang, weil es ist ja alles neu. Man muss ja überlegen, wir machen das seit 8 Jahren. Das heißt, wir haben schon zu Zeiten 3D-Druck genutzt auf Industrieebene, bevor es Mainstream war. Also da bin ich auch stolz drauf. Aber der Punkt ist halt so ein bisschen, das ist halt so, dass da hatten wir sehr viel Respekt vor. Wie gesagt, es ist auch was Fortwährendes, weil wir machen ja weiterhin diese Testen. Es kann immer noch sein, dass dir da irgendwas total um die Ohren fliegt. Wir haben jetzt schon ganz viele Anfragen dafür, was man denn als nächsten Schritt machen könnte. Der Punkt ist, dass da so Anfragen bei sind, wo wir auch jetzt einfach sagen, die trauen wir uns noch nicht zu. Also zum Beispiel kann ich dir sagen, dass sowohl ESA wie NASA sehr stark daran interessiert sind, sich mal den Südpol genauer anzuschauen. Und da gibt es natürlich dann auch viele Universitäten drumherum, die da auch dann natürlich halt hinwollen. Das heißt, wir glauben, wir könnten uns gut vorstellen, dass man zum Beispiel mal eine Mission zum Südpol macht. Wir fliegen jetzt zum Äquator, muss man kurz erklären. Der Äquator ist relativ, also auf dem Mond ist nichts einfach, aber der Äquator ist okay, der hat einen Vorteil, man kann da tagsüber landen und dann hat man da halt auch den Tag über Sonne. Und das ist halt so wie so ein Sandstrand, muss man sich das vorstellen, so vom Terrain her. Die Pole haben das Problem, da hat man dann Stellen, da ist ein bisschen Sonne, und zwar auf den Hügeln, durch den Winkel, aber in dem Rest ist Schatten. Und da ist nicht nur ein bisschen Schatten, sondern das sind sogenannte permanently shadowed craters, wie man sie nennt. Das sind Regionen, da war noch nie Sonne. Das ist total abgefahren, wenn man drüber nachdenkt. Also Orte in unserem Sonnensystem, wo einfach die Sonne noch nie hingekommen ist, wo man halt auch ganz viele verrückte Dinge vermutet, also bestimmte Rohstoffe, Mineralien und so weiter, wo einfach die Wissenschaft hat großes Interesse, in diese Schattengebiete reinzukommen. Aber was bedeutet das? Du musst auf so einem klitzekleinen Hügel landen. Da hast also so eine Spitze von so einem Berg, da ist die Sonne, weil da musst du landen, weil du brauchst Sonne, weil wir arbeiten mit Solarenergie. Wir haben keine Atomgeneratoren dabei, hatten die bei Apollo Tatsache. Also so nukleare Generatoren hat. Aber auf so einer klitzekleinen Hügelspitze zu landen, das ist eine Herausforderung, die trauen wir uns noch nicht zu. Also erstmal wollen wir beweisen, dass wir überhaupt zum Mond kommen und landen können. Das ist schon eine riesen Sache. Ich glaube, wir hatten zu jedem Zeitpunkt der Menschheit auf der Erde immer genug Probleme. Und ich glaube leider, dass wir sie auch noch eine lange Zeit haben werden. Und es ist auch wichtig, sich darum zu kümmern. Ich glaube aber, und das ist das, woran ich persönlich sehr stark glaube, dass viele der Lösungen für unsere Probleme im Weltall liegen. Einerseits rein fachlich natürlich als Techniker, wenn man sagt, da liegen Ressourcen, man kann vielleicht unsere Energieprobleme lösen, man löst Platzprobleme, ganz blöd gesprochen. Aber, und das ist auch, was ich glaube, es erweitert den Horizont. Weil wenn man einfach wirklich mal über die Erde hinausschaut und nicht nur so zentriert auf sich selbst in seiner eigenen Suppe den ganzen Tag kocht, ich glaube, das hilft auch enorm. Also wenn man sich wirklich Gedanken machen, zum Beispiel, es gibt jetzt gerade Europa, hat er den Vorstoß gemacht mit dem Moon Village, also der ersten bemannten Stadt auf dem Mond bis 2030. Extrem ambitioniert. Keine Ahnung, ob das jemals klappen kann in dem Zeitplan. Aber allein diese Vision dahinter bringt schon, ich habe letztens, war ich in einer Diskussion drin von Leuten, die war völlig überraschend. Da haben dann Leute zu mir irgendwie an mir angefangen zu diskutieren, wenn da diese Stadt auf dem Mond ist, welche Regierungsform hat die denn eigentlich? Haben wir da dann auch wieder einen Bürgermeister? Ist das eigentlich ein valides Konzept? Sollte man das mal anders angehen? Wenn man da oben eine Stadt hat, darf man da dann auch Glaubenshäuser haben? Also eine Moschee oder eine Kirche oder nur von einem oder für alle? Und dann denkt man sich, wow, das sind eigentlich total spannende Fragen, über die ich nie nachgedacht hätte. Also das ist, und ich glaube, das ist das, was ich mit Horizont erweitern meinte. Die Menschheit denkt weiter und das ist wichtig.